Willkommen zurück hier bei Let's Play Bioshock. Wir haben mal wieder ein bisschen Action vor uns vor, denn wir haben hier noch ein bisschen was zu erledigen. Nachdem unser Herz ja so langsam aufhört zu schlagen, so ein ganz kleines bisschen zumindest. Da sollte man dann schon zusehen, dass man Land gewinnt. Oder in unserem Fall vernünftig vorankommt. Mozart der Genetik. Das ist ja ein richtiges kleines Monster, das Fontaine da ausgegraben hat. Wenn sie spricht, was so gut wie nie vorkommt, tut sie das mit einem schweren, ätzenden Akzent. Ihre Haare sind verdreckt und den senfbeschmierten Pullover trägt sie anscheinend jeden Tag. Aber eins muss sie Frank lassen. Diese Osteuropäerin, diese Tenenbaum, ist ein ungeschliffener Diamant. Keine Ausbildung, keine Erfahrung. Aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart mit dem Cembalo. Ja, verstehe. Also war damit Tenenbaum gemeint, gut zu wissen. Hätte ich nicht unsichtbar werden müssen? Danke. Hey, hast du was den falschen Hals bekommen? Ah, es ist ein Nitro-Splicer. Es wird sich so lohnen, den jetzt zu fotografieren. Verdammt nochmal. Ist okay. Wir machen es einfach. So. Und zack, zack. Geh weg. Ah, komm her. Du Bastard. So, ausweichen, ganz geschickt. Hallo. Auch meiner sehr schön. Ah, die Sturz wollte ich jetzt eigentlich gar nicht verwenden. Ist aber auch egal. Ja, ich sollte wieder verschwinden. Ich weiß gar nicht, ich meine, man kann nur einen Sicherheitsroboter auf der eigenen Seite haben. Also kann ich jetzt schlecht den mir noch aneignen. Schade eigentlich. Was ist denn das? Das ist ein Hut. Achso, das ist seine Kiste mit Granaten. Das ist so weit geflogen? Ernsthaft? Okay. Nicht schlecht. Na, gehen wir mal weiter. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen. Verbandskasten nehme ich mir aber noch mit. Ich meine, immerhin das Geld haben wir dafür. Wo bin ich denn kartentechnisch? Zeig mal her. Ja, auf dem besten Wege dahin. Gut. Sehr gut eigentlich. Jede öffentliche Versammlung von mehr als 4 Personen wird als strafbare Handlung gemacht. Wow, mehr als 4 Personen strafbar? Echt? Nicht schlecht. Au. Du blöder Sack. Ich hab noch nie verstanden, warum er so leise ist. Er kommt dadurch jetzt nicht bedrohlich herüber und verstehen kann ich ihn trotzdem nicht. Ist ein bisschen unschön gemacht, finde ich. Kann ich schon rein theoretisch? Na, mir fehlt noch ein bisschen Enzym. Ich brauche mehr Enzymzeugs. Das sind Zigaretten, das ist kein Enzymzeugs. Mach das nicht so. Au. Wow. Ernsthaft? Au, was war das? Was sollte das jetzt mit meinem Blickwinkel? So, damit haben wir alles hier in diesem Spiel untersucht. Das ist sehr schön. So, denn das, ja. Du auch. Dammit. Kann ich nicht mal ein paar Sekunden vorher unsichtbar werden? Muss das immer sein? Das ist ein Boss aus... Ja, nehmen wir mal. Ich bin 10-mal besser! Gut. Ruhe im Karton hier. Da wir alle untersucht haben, kann ich mich jetzt rein theoretisch wirklich nur noch auf den Kampf konzentrieren. Das ist auch sehr schön so. War da nicht ein Big Daddy gerade? Mitnehmen. Du bist tot? Du bist sehr tot. Ja, ja. Na, hier drüben ist ein Big Daddy. Ach, wie schön. Ihr macht das schon. Ihr macht das schon. Gute Leute, gute Leute. Hier haben wir nämlich einen Power to the People Automat. Den nehmen wir natürlich zuerst. Größere Reichweite. Nehmen wir das mal. Für unser ionisches Gear immer sehr schön. So.
Da kann das Spiel so hängen bleiben, wie es will. So, fertig, aus, Ende, weg. Sie schreit noch nach ihm, während er langsam und qualvoll stirbt. Irgendwie klingt das böse, wenn ich das so sage. Danke. Danke. Geld, Alkohol nehmen wir mit. Haben wir schon mal. Mädchen 2 von 2 gerettet. Schön, schön. So, hier drin ist, ich glaube, Zhu Chongs Apartment. Das ist unser Ziel Nummer 1 hier. Wie gesagt, es tut mir leid, aber Fontaine ist vom Spiel aus leise. Ich weiß nicht wieso. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen, Elektroschocks, was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommt Zhu Chong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Eine menschliche Jukebox, ha? Huh? Okay. Fein von mir aus. Ach, du hattest nur Geld, ne? Ja, ja. Geld, 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 Geld! Geld, 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 Geld. Brauche ich alles nicht. Dann gehen wir mal weiter in seine Wohnung. Von Mr. Zhu Chong. Mr. Ich bin's. Nerviger Fernseher. Nerviges Geräusch. Au. Au, au, au. Tut mir irgendwie den Ohren weh. Ganz leicht. So ein nerviges, schmerzhaftes Geräusch. Clever Inventor. Ja. Noch weniger Rohmaterialien. Kann ich mitnehmen? Einzig und allein aus dem Grund, dass ich dadurch weniger Materialien brauche. Das kann ich aber dann holen, wenn ich es brauche. Gedankenkontrolle. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum. Und Zhu Chong wird sich wohl daran halten. Natürlich. Au. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Zhu Chong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo-Sprech. Ich habe ihm einmal eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung. Wo ist denn hier überhaupt was? Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte, oh mein Gott. Wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken tragt, muss ich das im Auge behalten. Nur durch Hacken. Ernsthaft? Nur durch Hacken kriege ich hier Verbandskästen? Meine Güte. Hier war doch irgendwo ein... Oh mein Gott. Ah, nicht schon wieder. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Ich habe vollstes Verständnis für dich, du Arschloch. Entschuldigung, darf ich das überhaupt sagen hier im privaten YouTube-Universum? Ich denke mal schon. Die Künstlerin, ne? Als das mit der Künstlerin fertig war, ließ ich sie so, wie sie war, im Badezimmer zurück. Ich sah die halbfertig gestrickte Decke neben ihrem Bett. Sie war sehr schön. Schwarz und rot, wirklich schön. Also habe ich sie mitgenommen, sodass sie jemand zu Ende stricken kann. Sodass sie irgendjemandem von Nutzen sein kann. Ich hielt es für falsch, dieses Ding dort liegen zu lassen. So ganz allein.
Ach, wie nett von ihm. Sehr, sehr nett. Na gut. Erstmal die Kamera kaputt machen. Gut. Meinst du? Komm her. Nein, komm her. Komm her. Egal. Ich fress hier Schaden ohne Ende, aber der Typ ist tot. Au. Ja, man sieht mich zwar nicht mehr, aber ihr schießt trotzdem in mich rein. Ist auch okay. Es bringt nur leider auch nichts, wenn ich die kaputt mache. Dadurch hört leider der Alarm nicht auf. Das wäre praktisch gewesen, aber ist nun mal nicht so. Ist noch irgendwas Tolles? Ich glaube nicht. Ich stehe über dir. Danke für den Besuch. Du stehst über mir. Okay, alles klar. Das ist also dann Miss Künstlerin und das ist die Badewanne, die ich noch füllen kann mit Wasser. Toll. Wie beruhigend. Kann da mehr Wasser reinmachen. Wow. Wirklich viel ist hier aber nicht. Kann das sein? Oh, wow, eine Toilette. Und ein Waschbecken. Das war's. Ernsthaft? Alles? Das ist... Haha. Ich habe es vereist. Ja, da draußen schießt mein Raketenwerfer-Heck-Geschützturm immer noch durch die Gegend. Auch nicht schlecht. Bringt mir zwar gar nichts, aber... Naja, wenn er machen will, dann soll er mal rumschießen. Ziemlich viele tote Katzen hier. Was soll denn der Mist hier? Nee, nee, nee. Ich meine, kleine Katzen? Achso, ja klar, da oben ist ein bisschen überflutet. Das ist schon okay, dass da oben Wasser rauskommt. Das sehe ich ein. Mehr ist hier nicht. Echt nicht. Gar nichts. Ein Stuhl. Sonst nichts. Ein Stuhl. Ja, Mann. Ein Stuhl. Ah, sieht man her, ich habe einen Stuhl. Ah, ein Stuhl. Mensch. Dann gehe ich halt wieder raus. Meine Güte. Mir doch egal. Na, stehst jetzt auf. Hätte sein können. Ich wollte nur Vorsicht walten lassen. Ne? Nur, dass wir Bescheid wissen hier. Ich wollte nur sicher gehen. So, da ist nichts. Gut. Dann könnte ich jetzt noch in... Was? Cool Peppers? Apartment? Okay. Ja, von mir aus fein. Geh ich auch da rein. Mir egal. Ich gehe hier in jedes Apartment, was da ist. Ah, hi, Sander. Ja, und deswegen habe ich euch gesagt, ihr solltet Sander K.O. nicht töten. Weil das für hier sehr wichtig ist, dass er noch am Leben ist. Wenn ihr ihn allerdings getötet habt, bin ich der Ansicht, soweit ich das weiß, dass ihr dann das, was ich jetzt machen werde, nicht machen könnt. Und damit meinte ich nicht Mondscheinabsinth saufen. Nee, nee. Ich meine vielmehr das hier. Diese Leute tanzen hier. Wie ich sehe, probierst du immer noch deine Flügel aus. Ja. Kleine Motte. Ich mag meine Flügel. Bleib da und genieß die Show, wenn du willst. Aber bring sie mir ja nicht aus dem Rhythmus. Ja, wir dürfen sie nicht aus dem Rhythmus bringen. Das läuft natürlich dann unter dem, was wir natürlich immer in RPGs eigentlich machen. Wir machen genau das. Wir bringen sie jetzt aus dem Rhythmus. Das geht eigentlich ganz einfach. Ich darf mal demonstrieren. So. Wann wirst du endlich lernen, Anweisungen zu befolgen? Ich komme jetzt runter, kleine Motte. Ich komme runter und lehre dich tanzen. Und das meint er wörtlich. Er müsste jetzt gleich jeden Moment hier auftauchen. Hoffe ich doch zumindest mal. Ja, da ist er. Ich bin Sander Cohen, versuch nochmal. Das ist unser Freund Sander Cohen, wie er lebt und lebt, ein Houdini-Splicer. Ja. Passt zu ihm, oder? Mach da drüben. Hallo? Und lebe wohl.
So, für ein letztes Foto solltet ihr Sander Cohen fotografieren. Das ist nämlich nochmal ein Trophächen wert. Und rein theoretisch würde es ihn, glaube ich, sogar freuen, wenn er wüsste, dass er zu einer Art Kunstwerk geworden ist. Und durchs Besiegen von ihm erhalten wir Zugriff auf sein Zimmer. Das ist Sander Cohens Schlafzimmer. Ich hasse es, meine Hand gegen dich zu erheben, aber Geschäft ist Geschäft. Lass dich davon nicht runterziehen. Das hilft auch keinem mehr, wenn der ganze Laden hier nur noch Futter für die Fische ist. Alles eingegipste tote Leute hier. Und ziemlich viel Mondschein absinnt, wenn man es mal so sagen darf. Ha. Wer weiß, was er sich dabei gedacht hat. Schläft sogar umgeben von Toten. Ja. Aber hier drin ist ein Power to the People Shop. Und da können wir jetzt die Schadensteigerung des Granatenwerfers mal vornehmen. Das habe ich schon länger mal im Auge gehabt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um den zu machen. Jönischer Schrot. Ich weiß gar nicht, ob hier noch ein Audiotagebuch irgendwo rumliegt. Wenn ja, dann werde ich es wahrscheinlich verpassen, weil ich nicht immer so gut darauf Acht gebe. Traurig, aber wahr. Na gut. So viel also dazu. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Trophäe dafür gibt, dass man sein Zimmer findet, aber für alle Power to the People-Läden. Von daher kann ich nur empfehlen, holt es euch, solange es warm und frisch ist. Euch Typen kenn ich! So, der ist schon mal platt. Jetzt ist die Frage, wo muss ich rein? Laut Ziel hier. Okay. Laut Ziel hier. Oder vielleicht eine Ebene höher. Dann wiederum frage ich mich, wie ich da reinkomme. Na gut, folge ich mal dem Ding hier. Führe mich an. Und sag mir, wo ich lang soll. Nee. Das muss ja wieder schief gehen. Das wäre ja auch viel zu schlimm, wenn es mal nicht passieren würde, nicht wahr? So, du bist jetzt meiner. Gut. Weiter geht's. Brauche ich noch einen neuen? Könnte sein. Nehmen wir ihn einfach mal in uns. Ja, geh weg. Auf den Boden! Auf den Boden! Ah, nein. Danke. Hat alles noch so funktioniert, wie es wollte. Alles cool. Du musst natürlich auch noch von der Seite kommen, nicht wahr? Na klar. So, gehen wir mal hier rein. Hat der jetzt gesagt. Wo bist denn du? Ich sehe sie nicht mal. Ich habe nur gehört, dass sie Parasit genannt wurde und Eindringling. Das macht mich traurig. So. Autsch. Also ich habe keine Ahnung, wer mich jetzt Eindringling und Parasit genannt hat. Ich weiß nur, dass ich jetzt hier einfach reinrenne und mich umgucke. Pff. Als würde ich einen Scheiß darauf geben, wie mich die Leute hier nennen. Was ist denn hier war das hier die letzte Verbarrikation oder was? Naja. Aber ja, Frozen 4, 2, einfach awesome. Ich wollte nicht saufen, danke. MG, ja, nehme ich mit. Das sieht zumindest wie der letzte Aufstand aus, irgendwie sowas. Du bist tot, du hast eine Pistole. Hier ist nicht allzu viel. Aber es gibt ja noch eine Treppe nach oben. Haha. Hi. Wo kommst du näher? Eine Menge Kohle, die ich nicht nehmen kann. Mal wieder. Es ist viel zu typisch irgendwie. Viel zu typisch. Entschuldigung. Ha? Du bist minderwertig. Sagst gerade du. Nein, nein, war es nicht. Also du bist hier eingedrungen, hast Menschen getötet und das war's. Bandagen, oh ja, nehme ich mit. Aber das war's, mehr nicht, okay, cool. Ich meine immerhin etwas, aber
Hilfreich war es jetzt nicht. Gut, also weitergehen. Ah, hier war ein New Event. Sehr schön. Damit kann ich Trinker herstellen. Dadurch kann ich saufen, wie ich will. Aber mir passiert nichts. Ist auch ganz nett. Damit haben wir das Tonikum einmal eins hier schon mal erledigt. Fontaine Zusammenbruch. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. 5744, dann sollten wir uns merken. Toll. Naja, immerhin sind die Netze weg. Das ist minimal gut gelaufen. Sehr minimal. Aber wie gesagt, immerhin sind wir drin. Wir sind jetzt in Tannenbaums Wohnung. Falls das hier jemand interessiert. Stalker 101 oder sowas. Sieh sich einer dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Traurig, ne? Raus aus meinem Scheiß! Raus aus seinem was, hä? Ich bin glücklich. Auch nett. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in sein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Wenn du das sagst. Für was hältst du mich? Für einen minder bemittelten Idioten? Wir haben den Stall der Gänsemutter sofort durchsucht, als sie auf die Idee kam, ein Gewissen zu entwickeln. Hier wirst du nichts finden, Kleiner. Außer vielleicht ihre Erinnerungen. Und glaub mir, sie wirst du gar nicht kennen. Sagt wer? Nun gut, Leute. Ich beende den Part hier mit ein bisschen Gehacke. Irgendwie typisch für meine Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Bioshock. Beim nächsten Mal versuchen wir also Charge 192 zu finden. Und bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.